Letztes Match an diesem Spieltag, Düsseldorf gegen die Stuttgarter. Die Software sagt, ich gewinne mit 3:0. Zuletzt konnte Mucke das unterbinden. Da hat er nämlich ein Tor gemacht und sogar noch ein Eigentor obendrauf. Mal schauen, was jetzt gelingt. Eure Tipps mal ab in die Kommentarbox, bitteschön. Jascha Zuhaider wieder. Letztes Match. Aha. Mal wieder der Jascha. Ja, da hast du dich einmal beschwert, Formschwäche und so, ne? Jascha will dagegen angehen. Oh, gut gemacht hier. Das ist natürlich eine Glanzparade von Zieler. Meine Güte, das ist unglaublich. Das wird ein richtig heißes Duell hier. So hätte es Komiker werden sollen. Ja, Gomez. Das wird natürlich jetzt wieder ein bisschen einseitig, glaube ich. Also mit Gomez habe ich hier große Vorteile. Diese Pavard wechselt doch auch zu Bayern. Jetzt haben sie Hernandez, Hummels, Boateng, Süle und Pavard. Also das ist doch verrückt. Ah ja, Pavard geht ja nach Bayern. Ich habe voll vergessen. Weil da müssen welche in der Innenverteidigung gehen. Oh, der war aber gefährlich. Also Düsseldorf tonangebend. Das machen die richtig stark bisher. Mal gucken, was von Stuttgart kommt. Nee, da kommt überhaupt nichts. Einfach eine Katastrophe. Tommy, ja gut, okay, das ist schön anzusehen, ne? Aber es bringt nichts. Wenn es dabei bleibt. Jetzt haben wir Donis. Boah, das ist natürlich eine rote Karte. Also das ist die erste rote. Yep. Ernsthaft jetzt? Ja. Alter, ich hab dich gar nicht berührt. Ach, leck mich am Arsch. Oh, der war schwach. Ja, hab mich mal selber wieder aufs Spiel genommen. Rennt der zurück. Du warst doch dran, warum kriegst du keine Ecke? Echt? Nee, da war ich nicht dran. Du warst volle Pulle dran. Hey, da solltest du nicht hinspielen. Oh, Zieler. Ja, hier bitte Ecke. Fair Play. Ja, Fair Play. Das ist nett. Zieler, komm. Auf da. Oh, guter Mann. Guter Mann. Das Latte. Ist natürlich immer wieder gefährlich. Eine Latte, das ist auch normal. 7 Schüsse von Mucke. Und was steht's? 0-0. Yep. Aber eine rote Karte hast du. Ja, toll. Sag mal, was macht denn Luke Bacchio da, ey? Kekse backen. Schlechte Grätsche. Ja, richtig umzingeln. Oh nein. Och nö. Du warst doch dran. Echt? Das hätte ich jetzt als Ecke gewertet. Ja, gibt's nicht. Ich habe Ecke. Ich will die Ecke haben. Fair Play, komm. Ja, komm. Ab nach vorne. Ecke für uns. Fair Play. Gomez, das ist einfach unglaublich. Ja, das ist rot! Weil das ist natürlich unsportlich. Gomez! Haha, da ist er! Ich sage, Gomez, der macht den Unterschied. Das ist halt der Weltklasse-Spieler. Mario Gomez.
Ich glaube, 100 Mal drauf schießen, am Ende gewinnt trotzdem er. Niki hat sich im Übrigen schon aus dem Wohnzimmer verpinkelt. Die hat genug. Das ist noch nicht mal, das ist noch nicht mal gelogen. Oh! 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 Ich hätte abseits gepfiffen, aber wir lassen es mal durchgehen. Oh Gott, ey. Ich hatte sogar Schiss, dass der halt drüber geht. Das ist so eine blöde Flugbahn. Ja. Na, fast die Kamera noch getroffen. Ja. Siehst du, du triffst. Niki kann zurückkommen. Jetzt hat sie das wunderschöne Tor verpasst. Nein, es zählen nur... Scheiße, 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 scheiße. Weil ich gehe mal davon aus, dass ich das Spiel hier verliere. Ja, aber ich habe ja auch einen Gomez, ne? Das ist natürlich genau. Dann unfair. Genau, genau deswegen. Das heißt, das wäre mein zweiter Spieltag mit 0 Punkten. Echt? Ja, ich habe den 20. auch keinen Sieg gehabt. Oh. Oh, das wäre ein neuer Rekord, glaube ich. Och, du, den werde ich wahrscheinlich noch ausbauen. Ich mache hier Rekorde für die Ewigkeit. Ja, aber mal schauen. Also, ich meine, das Spiel, das ist noch lang. Vielleicht verletzt sich Gomez, wer weiß das schon. Ah, der sieht zu fit aus. Ne, also der verletzt. Nee. Wenn ich den schon wieder sehe hier, den Gomez. Oh, boah. Nee, ich glaube, den müsste ich höchstens auswechseln. Wobei, dann zerlegt er mir außen die Bank oder so. Die Kabine. Ah, der boxt sich überall durch. Das ist ein Stürmer. Ja, richtig. Ecke. Ja. Es gibt eine gelbe Karte für Zuber. Puh, schade. Schade, schade. Der ärgert sich, Gomez, das kann ich verstehen. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Boah, schöne Grätsche. Gut gemacht. Oh, Castro auch nicht schlecht. Schade, schade, schade. Halbzeit, 1-1. Die zweiten 45 Minuten laufen und natürlich einer geht hier voran, Mario Gomez. Ja. Ah, unglaublich, dass er da den Mann hinter sich noch sieht. Bei dem Rücken. Tommy, der ist natürlich immer ein bisschen artistisch, aber noch nicht so richtig erfolgreich. Da fehlt ein bisschen der Biss. Gomez, nimm ihn unter die Fittiche. Ja, wirklich. Sehr gut, Gomez. Oh, klasse. Hammer. Richtig so. Die Ecke wollten wir. Die wollten wir haben. Oh, hätte ich ein bisschen höher spielen müssen. Gomez, das ist doch hier ein Foul. Eingequetscht, ey. Das ist unglaublich. Ja, das war schon schwer bei dem Rücken. Ja. So, jetzt leckt es hier gerade ein bisschen. Mhm.
das war klar. Scheiße. Das war kacke. Das war doch jetzt klar. Finn! Ja! Boah, Düsseldorf! Ja! Dreht die Partie! Richtig stark! Mucke, zwei Tore! Ja! Also das ist... Wir haben noch vor ein paar Spielen davon gesprochen. Wann gab es denn mal zwei Tore für dich? Ach, ja. Super Abschluss. Perfekt. Besser kannst du den nicht treten. Es ist noch lange zu spielen. Und jetzt macht der Gommes. Ja, jetzt musst du erstmal aufpassen. Ja, der hat Angst. Ja, richtig so, Rahman. Gommes, der kann zur Not auch mal flanken. Ah, die war perfekt. Aber dann fehlt natürlich ein Gommes in der Mitte. Richtig so. Nö, das war Schwalbe. Also dann muss man sagen... Habe ich aber auch eine Schwalbe enttarnt. Ja. Ach, was für ein Pass. Oh, Zuber hier. Mit der gebrochenen Nase noch. Also Stuttgart gibt sich hier nicht auf. Das muss man echt sagen. Die kämpfen. Die opfern alles. Fink beißt sich aber auch durch. Fink! Ah, jetzt wird's hier richtig. Ich habe ja gleich gesagt, es wird heiß. Ich habe es ja gleich gesagt. Ah, schön gemacht. Schöner Angriff. Schöner Angriff. Die Davi, gerade frisch reingekommen. Die Davi über die Latte. Ja. Weiter geht's. Super gemacht, Usami. Mit dem hat jetzt hier gar keiner mehr gerechnet. Es leckt, scheiße. Sehr gut. Gut gemacht. Scheiße. Oh, Gomez, der ist natürlich nicht der Schnellste. Aber der hat Tricks drauf. Oh. Fuck. Hm, kam nicht perfekt. Wechseln. Schneller Angriff. Unterbunden. Ah, das war hergeschenkt. Das war wirklich hergeschenkt. Aber Düsseldorf kämpft hier. Die wollen den Ball haben, die gehen hier aufs dritte Tor. Ah, hier erstmal gut dazwischen. Ich hab Angst, du schießt ihn da, wenn du willst. Ach du Sch. Jetzt haben wir Platz. Oh, oh Gott. Oh. So eine schlechte Ballverarbeitung. Ein Schritt zu weit. Rensing. Und der hat nur eine 70. Hat er gut gemacht. Hat er richtig gut gemacht. Aufpassen. Oh, schön gespielt. Jetzt die Riesen... Oh, nee. Oh, da bleibt der stehen. Das habe ich jetzt beim besten Willen nicht verstanden. Jetzt dachte ich Eigentor, ich wäre tot. Gerade noch so. Alter Schwede.
Jetzt brauchen wir Mario Gomez. Jetzt brauchen wir Mario Gomez. Oh, auf der Linie. Auf der Linie. Ich bin halt tot. Da. Ja, ich wollte gerade sagen. Gib den Freistoß. Es gibt den Freistoß. Ungenau gespielt. Ungenau gespielt. Nochmal gekämpft. Super gespielt! Oh, knapp über die Latte. Meine Güte. Da fehlte nicht viel. Ich schwitze. Gomez setzt sich nochmal durch. Es kann nur über Mario Gomez gehen. Ja, der wird nochmal gefoult, aber abgepfiffen. Düsseldorf gewinnt. Und Niki verpasst es. Das gibt's doch gar nicht. Juhu. Wer hätte damit gerechnet? Die Software nicht. Mucke selber wahrscheinlich auch nicht. Und Niki auch nicht. Also am Ende des 21. Spieltags gibt es einen Sieg von Mucke. Den hat er sich ganz hart erarbeitet. Fink mit einem richtig geilen Treffer. Zum 2:1 und selbst Mario Gomez konnte hier nichts mehr ausrichten. Das hat was zu bedeuten.